Willkommen zu Star Citizen, der Alpha 3.11.1 und einem ROG-Schiffsguide. Heute testen wir alle gängigen Schiffe, welche aktuell für das ROG-Mining zur Verfügung stehen. Hierbei sind fast alle Preisbereiche vertreten, von Einsteigerschiffen, natürlich der Mittelklasse, bis hin zur Oberklasse des Fahrzeugtransports für den ROG. Aber bevor wir mit unserem Test starten, ein kurzes Update zum ROG. Seinen aktuellen Bugs, den behobenen Bugs der Version 3.12, welche ja kurz bevorsteht, und was ihr bis dahin vielleicht noch beachten solltet. Wie ich im letzten ROG Mining Update Video gezeigt hatte, wurde der Fehler der sich bewegenden ROGs eigentlich behoben, aber wie wir sehen, ist das nicht immer der Fall. Hier kommt es auf Kleinigkeiten an. Sobald wir auf etwas stehen, das nicht zu 100% der Boden ist, sondern ein Stein oder ein anderes Objekt, bewegt sich der ROG doch noch. Daher achtet auf euren Stand, dann habt ihr wirklich Ruhe. Und mit der 3.12 ist dieses Problem dann wohl auch endgültig Geschichte. Aber kommen wir zu unserem Schiffstest. Für den Testablauf schauen wir uns bei allen Schiffen zum einen die Fähigkeiten an, einen oder mehrere ROGs einzuladen, diese möglichst ohne Probleme und Schäden wieder auszuladen, sowie auch die Stabilität während des Fluges. Im zweiten Teil testen wir dann die Fähigkeit der Schiffe, abbaubares Material für den ROG aufzuspüren, also die Scannerfähigkeiten der Schiffe, da diese doch recht unterschiedliche Ergebnisse liefern. Insgesamt haben wir 9 verschiedene Schiffe getestet. Angefangen bei der brandneuen Consolidated Outland Nomad, welche mit ihrem Pickup-Aufzug vor allem mit den aktuellen Spielversionen oft ihre Probleme mit dem ROG hatte. Über alte Bekannte wie die Drake Cutlass Serie, die Misk Freelancer Varianten, die ebenfalls ganz neue Crusader Mercury Starrunner bis hin zur absoluten Luxusklasse für den ROG der Anvil Valkyrie. Und eins vorweg, fast jedes Schiff hat seine spezifischen Vor- und Nachteile. Eindeutige Empfehlungen können wir aber zum Ende des Tests mit gutem Gewissen abgeben und werden in jeder Preisklasse eine Empfehlung aussprechen. Das erste Schiff im Test ist die Consolidated Outland Nomad. Diese wurde mit der diesjährigen Intergalactic Aerospace Expo 2950 vorgestellt und wurde direkt flugfähig ins Spiel implementiert. Alles über die Nomad, wie auch die Fähigkeiten für das ROG Mining im Detail, aber auch die Kampffähigkeiten, das Flugverhalten im dedizierten Schiffsguide zur Nomad, den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Als günstigstes Schiff, welches für das ROG Mining geeignet ist, bietet die Nomad alles, was ihr für ausgedehnte Ausflüge benötigt. Allerdings nutzt die Nomad als eines der wenigen kleineren bis mittleren Schiffe eine Fahrstuhlmechanik, um den ROG auf und vom Pickup-Laderaum der Nomad zu bekommen. Und genau hier haben wir je nach Spielversion mehr oder weniger Probleme. Direkt nach dem Release der Nomad beispielsweise gab es nur sehr wenige kleinere Ruckler und Zappler beim Ein- und Ausladen des ROGs. In der aktuellen Spielversion allerdings ist fast nicht mehr möglich, mit dem ROG zuverlässig diesen einzuladen oder auszuladen, sodass wir hier mit großer Wahrscheinlichkeit unseren Mining-Ausflug vorzeitig beenden müssen. Der Hintergrund für die Änderung des Verhaltens des ROGs bei der Aufzugsmechanik war ein kleiner Hotfix. Und in Verbindung mit der Aufzugsmechanik der Nomad wurde dieser jetzt äußerst instabil und rutscht auch oftmals einfach von der Ladefläche. Selbst wenn es gelingt, den ROG einmal zu beladen oder zu entladen, ist die Gefahr aktuell sehr hoch, dass beim nächsten Beladen etwas schief geht und wir einen Totalverlust erleiden können. Und hierbei haben wir natürlich die verschiedenen Variablen des ROGs, also der Problematik mit dem nach oben ausklappenden Mining-Laser beachtet. Die sind also jedes manuell eingefahren, haben den ROG wahlweise aktiviert gelassen oder deaktiviert, die Fahrzeugtüre offen gelassen oder geschlossen und vorwärts oder rückwärts eingeparkt. Auch unterschiedliche Abstände haben wir getestet. Da ist die Nomad in der jetzigen Spielversion ausdrücklich nicht zu empfehlen. Da wir aber bereits testen konnten, dass sich die Nomad grundsätzlich ausgesprochen gut mit dem ROG kombinieren und einsetzen lässt, würde ich euch empfehlen, die Nomad noch nicht abzuschreiben. Denn bereits mit der bevorstehenden Version 3.12 gab es einige umfangreichere Patches für den ROG und auch was die Aufzugsmechanik betrifft. Daher ist davon auszugehen, dass die Nomad in Verbindung mit dem ROG ab der 3.12 wieder ein sehr gutes Gespann sein wird und daher die Empfehlung für Einsteiger in das ROG Mining bleibt. Denn die Nomad ist nicht umsonst unsere eindeutige Empfehlung für Einsteiger ins Verse und nicht nur für das ROG Mining. Was die Scannerfähigkeiten der Nomad betrifft, entsprechen die Scanner-Treffer der Kategorie und Größe des Schiffs. Als etwas kleineres Schiff, das heißt als Premium-Einsteigerschiff mit einem entsprechend großen Scanner, erreichen wir eine Standardreichweite von etwa 500 bis 700 Metern für ROG-Mineralien, also das Material für den ROG. Fürs Schiffsmining scannen wir in bis zu 4 bis 7 Kilometern Entfernung relativ zielsicher. Hierbei sind natürlich Faktoren wie die Scannerauflösung, die ihr verwendet, die Geschwindigkeit und Höhe, wie bei allen anderen Schiffen, die Variablen, die die etwaigen Ergebnisse beeinträchtigen können.
Da wir allerdings alle Schiffe mit den möglichst gleichen Einstellungen und Gegebenheiten getestet haben, sind die Ergebnisse durchaus vergleichbar. Allerdings auch hier vorweg, es handelt sich um unsere Messungen und keine Laborwerte. Das ist aktuell im Verse nicht möglich, da sich natürlich die Mineralien vorkommen und natürlich auch die Entfernungen jedes Mal unterscheiden und wir hier, bis wir ein neues Schiff geclaimed haben, andere Gegebenheiten haben. Allerdings lässt sich das Ganze mit etwas Übung und ein bisschen Erfahrung auch recht gut einschätzen. Kommen wir zu Schiff Nummer 2. Die Drake Cutlass Black ist nach unserer Meinung eine größere Version der Nomad, oder besser gesagt ist die Nomad eine kleinere Version der Cutlass Black. Die Cutlass Black ist daher die Referenz im Bereich des Rock Minings, da sie nicht nur über ausreichend Platz für den Rock verfügt und durch ihre Laderampe auch keinerlei Probleme mit einer Aufzugsmechanik hat, sondern auch aufgrund der Schiffsgröße und der Kategorie in Mittel über einen vergleichsweise starken und präzisen Scanner verfügt. Und auch bei kleineren Bugs wie etwa dem nach oben zeigenden Mining Laser, welcher im Übrigen ebenfalls in der 3.12 behoben wurde, bietet die Black genug Platz, um Mining-Ausflüge planbar und vor allem sicher durchzuführen. Auch der Scanner der Black ist als Referenz anzusehen. Dieser ist in der Lage, Mineralien für den Rock in einer Entfernung von etwa 600 bis 1400 Meter zu erkennen und Materialien für das Schiffsmining in bis zu 6 bis 11 Kilometer Entfernung. Und da eine Cutlass Black nur etwa $20 von der Nomad preislich entfernt ist, ist die Cutlass Black die klare Empfehlung im gehobenen Einsteigerbereich. Wobei die Cutlass den Vorteil bietet, bis in den mittleren Bereich eine Empfehlung zu bleiben. Mit der Cutlass Black macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Rock Mining, Kampfmissionen, Teamplay mit bis zu 2 Freunden sowie genug Frachtkapazität für die ersten Handelsrunden ist vorhanden. Aber kommen wir zu einem Artverwandten der Cutlass Black, und zwar der Cutlass Red. Die Drake Cutlass Red ist aktuell eines der vielseitigsten und meiner Meinung nach auch eines der empfehlenswertesten Schiffe in Star Citizen. Mit einem Preis von $140 bietet die Red sehr viele Möglichkeiten über fast alle Spielbereiche hinweg und ist hierfür vergleichsweise günstig. Für mich nach wie vor eine Mini Carrack. Im Bereich des Rock Minings haben wir allerdings damit zu kämpfen, dass die Red nicht für die Aufnahme von Fahrzeugen gedacht ist und es schnell zu Problemen kommen kann. Sobald wir hier nicht exakt einparken, wie beispielsweise bei der Freelancer, haben wir schnell einen verkeilten Rock im Laderaum stehen. Hier gibt es zwar den kleineren Bonus, dass sich auch ein verkeilter Rock oftmals aus der Red herausholen lässt, allerdings ist hier wirklich Fingerspitzengefühl und Übung nötig, um den Rock mit der Red problemlos nutzen zu können. Sobald wir den Rock jedoch richtig eingepackt haben, also auf den Mining Laser achten, mit den hinteren Rädern auf der silbernen Leiste stehen bleiben und wir gerade einpacken, können wir den Rock problemlos transportieren und nutzen. Probleme entstehen hier, wenn die Rampe keinen direkten Bodenkontakt hat und wir dagegen fahren. Hier ist es möglich, dass die Rampe dann, wie bei der Cutlass Black übrigens auch, auf halbem Weg stehen bleibt und sich nicht mehr bewegen lässt. Der große Pluspunkt ist allerdings, dass wir einen mobilen Spawnpunkt an Bord haben, welcher zwar nicht ewig erhalten bleibt und spätestens mit dem Medical Gameplay vermutlich Ende 2021 wegfällt, uns allerdings noch einige Zeit vor totalen Verlusten oder vielen Bugs bewahren kann. Ihr habt euch verkeilt oder ihr habt euch verletzt, ihr seid am Verdursten oder ihr seid abgestürzt, ihr kommt nicht mehr in euer Schiff. Mit der Cutlass Red spawnt ihr einfach wenige Meter weiter später im Schiff. Aktuell absolut unbezahlbar. Aber einer der größten Vorteile der Cutlass Red für das Rock Mining ist der Scanner. Man sollte meinen, dass die Red als Variante der Cutlass Black den gleichen Scanner nutzt, allerdings ist dem nicht so. Die Red ist als dedizierte Raumschiffambulanz mit einem speziellen medizinischen Scanner ausgestattet, welcher anstelle des bemannbaren Geschützturms vorhanden ist. Und hierbei haben wir eine Scannerleistung, die an eine doppelt so teure und vor allem sehr viel größere Anvil Valkyrie herankommt. Mit der Red scannen wir regelmäßig Rockmineralien in einer Entfernung von bis zu 12 Kilometern und mit Material für Schiffsmining in bis zu 15 Kilometern. Aktuell ein absoluter Spitzenwert, was sich natürlich auch direkt auf unseren Gewinn auswirkt, da wir mit der Red sehr viel einfacher und effektiver abbaubares Material finden können und so weniger Zeit verlieren. Als Fazit würde ich daher die Drake Cutlass Red als Geheimtipp für fortgeschrittene Rockpiloten empfehlen, da wir hier zwar einige Dinge beachten müssen, dafür dann aber auch mehr als belohnt werden.
Lange Zeit kam es einem Todesurteil gleich, mit einer RSI Constellation ein Fahrzeug transportieren zu wollen, da man beim Betätigen des Aufzugs gefühlt zeitgleich die Selbstzerstörung eingeleitet hatte. Umso überraschter waren wir daher, als wir mit der Conny problemlos den ROG ein- und ausladen konnten. Analog wie bei der Nomad ist unser ROG auch hier hin und her gezuckt, allerdings aufgrund des großzügigeren Platzangebotes der Conny nie verkeilt oder gar explodiert. Allerdings würde ich euch hier auch wirklich empfehlen, nur einen ROG mitzunehmen, da der Platz zwar für zwei Stück ausreichend wäre, wir dann aber wieder bei der geplanten Selbstzerstörung wären. Der Scanner der Conny und vor allem der Aquila als Exploration-Variante kann sich durchaus sehen lassen, da wir hier die Werte einer Cutlass Red erreichen. ROG-Mineralien in Entfernungen bis zu 12 Kilometern und Material für Schiffsmining in bis zu 5 Kilometern sind hier keine Seltenheit. Und somit haben wir einen wahren ROG-Mining-Geheimtipp, die Constellation Aquila. Aber auch die anderen Varianten sind zu empfehlen, allerdings mit einem leicht schwächeren Scannerergebnis. Und damit wäre die RSI Constellation Aquila unser Geheimtipp in dieser Liste. Und bei unserem nächsten Testkandidaten handelt es sich auch um einen Klassiker. Die Miss Freelancer ist wie die Cutlass Black im mittleren Bereich angesiedelt und auch mit kleineren Einschränkungen für das ROG Mining zu empfehlen. Der Platz zum Beladen oder Ausparken in der Freelancer ist jedoch stark begrenzt oder besser gesagt gerade so ausreichend. Beim Ein- und Ausparken ist daher eine perfekte Positionierung notwendig, um in den Laderaum einfahren zu können. Schwierig wird es hierbei nur, wenn das Gefälle nicht ausreichend eben ist und wir ein leichtes Gefälle zur Seite oder eine Schrägstellung zur Freelancer haben. Dann sind Probleme bis hin zum unlösbaren Verkanten des ROGs eine Gefahr. Daher ist das ROG Mining mit der Freelancer zwar möglich, allerdings mit Vorsicht zu genießen. Der Scanner der Freelancer ist von der Leistung und Reichweite mit dem der Cutlass Black vergleichbar. Hier können wir keine signifikanten Unterschiede feststellen. Also auch hier haben wir Materialien für den ROG in einer Entfernung von etwa 600 bis 1400 Metern und Materialien für das Schiffsmining in bis zu 6 bis 11 Kilometern Entfernung festgestellt. Unser Fazit daher zur Freelancer: Sie ist eingeschränkt für das ROG Mining zu empfehlen und wie die Cutlass für eher den geübteren ROG Piloten gedacht. Allerdings im direkten Vergleich ist die Cutlass Black günstiger und hat weniger Probleme beim ROG Mining. Die Freelancer Max ist eine erweiterte Cargo-Variante der Standard-Freelancer und hat vor allem einen viel breiteren Laderaum. Hierbei bekommen wir zwar keine zwei ROGs nebeneinander hinein, allerdings können wir sie versetzt hintereinander parken. Somit haben wir auch nicht mehr die Einschränkungen der normalen Freelancer, bei der wir gerade so einparken konnten, sondern haben angenehm viel Platz, auch die Höhe reicht gut aus. Der Scanner ist mit dem Standard-Freelancer oder auch mit der Cutlass Black-Variante zu vergleichen und liefert hier auch ähnliche Werte. Also auch hier haben wir Mineralien für den ROG in Entfernungen von 600 bis 1400 Metern und Materialien für das Schiffsmining in 6 bis 11 Kilometern festgestellt. Und nachdem wir bequem ein- und ausparken können, kann die Freelancer Max uneingeschränkt für das ROG-Mining empfohlen werden. Allerdings bekommen wir ähnlich viel Platz und Komfort bereits mit einer etwas 50 Dollar günstigeren Cutlass Black. Daher empfehle ich die Max nur für ROG-Piloten, die auch etwas mit Cargo-Handel anfangen wollen. Beim nächsten Testkandidaten handelt es sich auch wieder um ein brandneues Schiff, und zwar die Crusader Mercury Starrunner. Das ist nicht nur ein Publikumsliebling, sondern hat sehr viele Möglichkeiten aktuell im Verse. Auch für das ROG Mining ist die Starrunner durch ihren sehr großzügigen Cargo-Bereich, bei dem ihr wirklich mehrere ROGs unterbringen könnt, durchaus geeignet. Und da wir für die MSR einen dedizierten Schiffsguide mit ausführlichem ROG Mining-Test gemacht haben, verweise ich euch auf diesen und verlinke ich euch das Ganze unten in der Beschreibung. Als Zusammenfassung: Die MSR ist wie die Cutlass Black im Bereich der wirklich sehr gut geeigneten Schiffe für das ROG Mining und der Scanner ist etwas besser als bei einer Cutlass Black. Hier haben wir fast die Reichweite von einer Cutlass Red, allerdings nicht ganz. Mit der Anvil Valkyrie kommen wir zum aktuell besten Schiff zum ROG Mining, um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen. Die Valkyrie hat Platz für mehrere ROGs, ist allerdings mit zwei Stück im gleichzeitigen Einsatz, zudem noch angenehm geräumig und Bugs oder Probleme treten so äußerst selten auf. Auch bietet die Valkyrie eine sehr stabile Rampe, die nicht so schnell Fehlfunktionen aufweist wie beispielsweise die Cutlass-Serie. Das ist halt Qualitätsarbeit von Anvil.
Die Valkyrie ist zudem sehr gut zu fliegen in der Atmosphäre und besitzt einen großen Tank, was langfristige Retouren ermöglicht. Und was den Scanner betrifft, haben wir hier sehr ähnliche und teilweise sogar leicht bessere Ergebnisse wie mit der Cutlass Red festgestellt. Wir finden daher Rockmineralien in einer Entfernung von bis zu 14 Kilometern und Material fürs Schiffsmining in bis zu 17 Kilometern Entfernung. Damit ist die Anvil Valkyrie die absolute Empfehlung für das Mining mit dem Rock, ob alleine oder im Team. Sie bietet genug Platz, das Handling ist top und der Scanner gehört zu den besten. Allerdings ist die Valkyrie auch fast viermal so teuer wie eine Cutlass Red, also meine Empfehlung für gut betuchte Rockminer. Und als kleinen Bonus verzeiht die Valkyrie auch den ein oder anderen Kontakt mit dem Boden oder anderen Schiffen. Und hier gab es natürlich keinen Kontakt mit einem anderen Schiff. Aber gehen wir noch eine Nummer größer. Naja, die Caterpillar gehört jetzt nicht wirklich zu den typischen Rock-Mining-Schiffen und das Handling dafür ist auch mehr als fraglich. Dennoch haben wir die Cat als Beispiel für das Schiff-zu-Boden-Mining angeschaut. Bereits im Schiffsguide zur Nomad haben wir euch gezeigt, dass wir einen gewissen Abstand zwischen unserem Schiff und dem abbaubaren Material für den Rock benötigen, da wir sonst nicht mit unserem Miningstrahl arbeiten können. Die Energie kommt somit nicht am Stein an und das Mining aus dem Schiff heraus ist fast unmöglich. Das ist meiner Meinung nach sehr schade, da wir hier einige interessante Möglichkeiten für das Teamplay gehabt hätten. Allerdings ist diese Technik mit vereinzelten Schiffen durchaus möglich. Beispielsweise mit einer Carrick und ihrer massiven Rampe haben wir die Möglichkeit, mit dem Rock abzubauen, während wir noch auf der Rampe stehen. Und für das Mining ist die Caterpillar wirklich nicht geeignet. Aber um das Rockmining auf die absolute Spitze zu treiben, haben wir ein Schiff mit einer maximalen Rockkapazität zum Mining missbraucht. In die Starfarer bekommt ihr etwa 9 Rocks und ihr habt dazu eine kleine Mining-Flotte im Einsatz. Zweckmäßig oder lohnend ist das Ganze zwar nicht, aber ganz ehrlich, es hat eine Menge Spaß gemacht und war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Und ähnlich deiner Carrack ist die Rampe der Starfarer sehr stabil und wir können hier sehr angenehm mehrere Rocks einladen. Dafür ist die Starfarer unglaublich träge und schlecht zu steuern in der Atmosphäre, weshalb ich euch die Starfarer auch nicht dazu empfehlen würde. Allerdings, als interessantes Gimmick, die Starfarer und ihr großer Scanner sind nicht mit einer Cutlass Red oder einer Valkyrie kompensativ. Das heißt, wir hatten nicht mehr oder bessere Treffer mit einem so großen Schiff, das über einen enormen Scanner verfügt. Größe ist demnach doch nicht alles. In unserem Test haben wir übrigens bewusst auf eine Carrack verzichtet. Diese ist einfach zu groß, um effektiv und sinnvoll Rockmining zu betreiben. Allerdings kann ich sie als Basisschiff für eine groß angelegte Gruppenaktion auf jeden Fall empfehlen. Aber mich würde eure Meinung interessieren, welches Schiff ihr und aus welchem Grund für das Rockmining am liebsten nutzt. Schreibt es mir in die Kommentare. Das Rockmining wird auch mit der Version 3.12 eine gute und einfache Möglichkeit sein, um einfach an UAC Inverse zu gelangen. Der Einkaufspreis eines Rock ist verschwindend gering und wir brauchen wirklich nur ein kleineres Einsteigerschiff wie eine Nomad, um direkt in das Rockmining einsteigen zu können. Allerdings wird sich mit dem neuen Raffineriesystem das Mining nochmals ändern, allerdings wird das zunächst einmal das Schiffsmining betreffen. Durch die neuen Raffineriestationen und die Möglichkeiten, abgebaute Materialien letztlich auch verwerten zu können und vor allem nochmal lukrativer zu machen, gehe ich davon aus, dass wir uns in der 3.12 zunächst einmal wieder dem Schiffsmining widmen werden und den Feinheiten des Raffineriesystems. Meinen Rock werde ich allerdings behalten und nicht so schnell verkaufen. Solltet ihr Interesse haben an solchen größeren Aktionen oder auch Teil einer solchen Aktion zu sein, dann schaut bei uns im Discord vorbei. Und die Starfarer hat zwar keinen Mining Laser, aber dafür einen ganz anderen effektvollen und durchschlagenden Vorteil. Dieser hilft uns zwar nicht für das Mining, aber er sieht schick aus. Ziemlich schick. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und einen Subscribe hier. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Test das für euch am interessantesten Schiff vorstellen. Die Unterschiede im Handling und vor allem der Scanner-Reichweite gehen stark auseinander und ihr müsst euch selber entscheiden, ob ihr lieber mehr Komfort möchtet oder die pure Funktion und Leistung. Als Endergebnis bleibt zu sagen, dass ihr mit der Nomad, sobald die 3.12 live geht, einen Top-Einstieg in das Rockmining habt. Die Cutlass Red ist nach wie vor der Standard und mit der Cutlass Red bekommt ihr ein schwer beherrschbares, aber dafür extrem effektives Schiff. Als Geheimtipp ist die Constellation zu nennen,
Und der eindeutige Sieger, wenn auch nur für den wohlhabenden Miner, ist die Valkyrie. Die Mercury Starrunner ist in jedem Bereich gut, aber nicht herausragend und daher eine sichere Variante, wenn auch vergleichsweise teuer. Als Alternativen bleiben die Freelancer-Serie mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen zu nennen. Eure Meinung interessiert mich wie immer und ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Und natürlich möchte ich mich bei den Besten bedanken, allen Kanalmitgliedern und Patreons. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht in dieser Form möglich. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch ein neues Giveaway, eine Consolidated Outland Nomad, mit der ihr auch Rock minen könnt. Mit lebenslanger Versicherung, präsentiert von Starhunger. Hier könnt ihr sicher und das ganze Jahr über jedes Schiff und Item kaufen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und sage wie immer, see you in the verse!